Willkommen, meine Freunde! Es geht weiter! Wir fahren mit unserem Boot wieder zurück. Haha! Kapitän Grunds Versteck! Ja, ja, ja! So. Hier ist ja schon wieder die Flasche. Was ist das? Eine Nachricht. Wir müssen es zu Oma bringen. Wollte ich mich veräppeln? Warum liegt die schon wieder hier? Hier. Bitteschön. Was ist, Peppa? Das ist eine Flaschenpost. Könnt ihr sie uns vorlesen? Natürlich. Schauen wir mal. Ihr seid so eine süße Piratenbande. Wirklich? Nein. Oh ja, das stimmt. Hurra! Haha, das hatten wir eben schon mal. Zumindest beim letzten Video. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Hihi, ich bin versteckt. Den Baum hatten wir auch schon. So, dann fahren wir doch einfach mal wieder hier zurück, oder? Oh, hier ist ein Stein. Kannst du das? Opa hat's mir gezeigt. Wow! Genial! Wie hast du das gemacht? Es ist ganz leicht. Ihr müsst die Steine so werfen. Probier's doch mal. Okay. Wow, ab auf Schiff. So. Wo können wir noch hin? Erstmal wieder zurück, ne? So, und dann gucken wir mal mit unserem Schiffelchen rüber. Na, eher weniger. Sieht nicht aus wie Klausi Kleffs Haus. Es ist ein Boot. Gehen wir mal hier rüber. So, die Enten hatten wir auch schon. So, hier waren wir auch schon. So, im Haus. Gehen wir hier lang? Ja, ja, hier waren wir auch schon. Gehen wir mal wieder zurück jetzt. Gehen wir mal hier nach links, ja? Hey, nach links. Hier ist schon wieder ein Drachen. Oh, guck mal. Wow, toll. Kann ich noch runterlassen? Nein. Hallo, hallo, runter. Komm runter, Drache, Drache. Oh, okay. Cool, komm, wir gehen weiter. Oh? Peppas Haus. Wir sind zurück. Nach Hause. Echt? Ha, ist das so? Warte mal. Was sind denn unsere Fahrräder? Zumindest mal die, die wir hinten stehen gelassen haben. Mal jetzt hier rüber. Und da unten waren wir ja. Da sind unsere Fahrräder. Der Wald. So. Ring, 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 ring. Ja, ja. Man kann ja zu Fuß und man kann auch mit dem Fahrrad hier lang fahren. Zack. Interessant. So. Peppas Haus.
Jup, 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 jup. Mit dem Auto? Sind wir auch schon gefahren, richtig? Rumstehen ist leer. Ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Oh, das ist ja ein Bild. Ups. Das ist mein Papa. Gehen wir ihm Hallo sagen? Hallo, Peppa. Ich sehe, du hast Besuch. Jo. Willst du mithelfen? Klasse. Ich habe eine Aufgabe für dich. Schon wieder. Setz dich hier hin und rühre diese Schüssel für mich um. Gut, rühren, 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 rühren. Gute Arbeit. Alles ist perfekt vermischt. Wir machen einen leckeren Salat aus dem ganzen Gemüse. Hey, ist es hell. Klick. Oh, machst du sie bitte wieder an? Ich möchte lesen. Was ist los, Schorsch? Warum weinst du denn? Saudia. Saudia. Wie bitte, Schorsch? Du hast deinen Sausier verloren? Oh, keine Sorge, er kann nicht weit sein. Vielleicht hast du ihn draußen vergessen? Schorsch und Peppa brauchen deine Hilfe, um Sausier zu finden. Er muss hier in der Nähe sein. Wir finden ihn. Wir sind gut im Sachen finden. Oma Wutz hat erzählt, du hast ihr geholfen, alle Hühner zu finden. Gut gemacht. Gern geschehen. Gehen wir hier, Mr. Kartoffel! Peppa mag Mr. Kartoffel. Du auch? Folge mir! Oh. Autorennbahn. Boot. Folge mir! Ja, warte mal. Komm, wir müssen doch noch den Saurier finden. Wohin folgen? Nach draußen oder was? Hä? Ich sehe ihn. Er steckt da im Baum fest, bei der Matschpfütze. Wir müssen ihn da runterkriegen. Der Sausier ist wohl ganz hoch oben im Baum. Vielleicht muss jemand helfen, der größer ist. Den Baum zu schütteln nützt nichts. Ha. Ja, wen sollen wir denn da finden, der größer ist? Hä? Hey, wo ist der Saurier? Platsch, 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 platsch. Okay. Das hat uns jetzt nicht weitergeholfen beim Saurier. Nach Hause! Ja, aber was ist mit dem Saurier? Ja. Gehen wir ihm Hallo sagen? Nein. Mr. Kartoffel! Peppa mag Mr. Kartoffel. Du auch? Was ist los, Schorsch? Warum weinst du denn? Saudia. Saudia. Wie bitte, Schorsch? Du hast deinen Sausier verloren? Oh, keine Sorge, er kann nicht weit sein. Vielleicht hast du ihn draußen vergessen? Ja, Schorsch und Peppa brauchen deine Hilfe, um Sausier zu finden. Ja, und wie kommen wir da ran? Er muss hier in der Nähe sein. Wir finden ihn. Wir sind gut im Sachen finden. Ja, und? Wie sollen wir jetzt da dran kommen? Steckt da im Baum fest, bei der Matschpfütze. Wir müssen ihn da runterkriegen. Der Sausier ist wohl ganz hoch oben im Baum. Vielleicht muss jemand helfen, der größer ist.
Den Baum zu schütteln nützt nichts. Den Baum zu schütteln nützt nichts. Ja, was soll ich denn machen? Folge mir! Hier? Gehen wir hier lang! Hä? Und dann? Gehen wir hier lang! Papa, Papa! Der Sausier von Schorch hängt im Baum und wir kommen nicht an ihn ran. Er hängt im Baum? Wie ist das denn passiert? Schauen wir mal nach. Wenn wir nicht an ihn rankommen, können wir vielleicht dafür sorgen, dass er herunterkommt. Und wie sollen wir das machen, Papa? Sausia! Nun, das ist so etwas wie mein Spezialgebiet. So einfach ist das. Es hat geklappt! Danke, Papa! Ich wusste nicht, dass Dinosaurier auf Bäume klettern. Sausia! Gut gemacht. Schorsch hat seinen Sausier wieder und alle sind glücklich. Okay, alle sind glücklich. Super. Und jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Jetzt? Weiß ich nicht. Lass uns mal auf dein Zimmer gehen. Vielleicht muss ich... Ja. So was anziehen? Ha. Das ist mein Zimmer. Magst du es? Ich jo. Hab einen Korb mit Spielsachen. Ich glaube mir mal eins, ne? Tschüssi. So. Okay, hier ist nix. Ah, da seid ihr. Peppa, wir nehmen euch mit zur Burg Wetterstein. Burg Wetterstein hat einen sehr hohen Turm. Von dort kann man die ganze Stadt sehen. Hurra! Sausia! Nein, Schorsch, ich fürchte, da gibt es keine Dinosaurier. Sausia! Da waren wir schon. Ich will nicht wieder nach Burg Wetterstein. Gut, setzt euch doch schon mal ins Auto und wartet dort, während wir uns vorbereiten. Ja, Papa, wir gehen sofort los. Nein, wieso? Wieso? Gehen wir zum Auto. Papa Nein. fährt uns zur Burg Wetterstein. Nein. Nein. Hallo, Herr Bulle, was passiert hier? Hallo, Familie! Hallo, Kinder! Wir sind gerade dabei, diese Straße hier zu reparieren. Was ist mit der Straße passiert? Der Baum in der Nähe hat mit den Wurzeln ein paar Beulen gemacht. Es war zu gefährlich, darüber zu fahren. Aber keine Sorge, Herr Rino und ich kümmern uns darum. Ihr habt sicher viel zu tun. Wir möchten euch nicht stören. Kommen wir hier denn vorbei? Hoho! Ja, ihr könnt daneben entlang fahren. Vorsichtig! Verstehe. Danke. Wiedersehen, Herr Bulle. Wiedersehen, Herr Rino. Danke fürs Reparieren. Ha. Ist ein Ding. Burg Wetterstein. Du bist mit Peppa und ihrer Familie auf Burg Wetterstein angekommen. Wow! Ich habe noch nie so eine große Burg gesehen. Klar, letztens erst. Wir gehen hinein. Von ganz oben hat man eine herrliche Aussicht. Nein! Aber warum war denn jetzt eine Baustelle? Ich wollte doch eigentlich in den Park. Hallo, hallo, ich bin hier wieder runter. Hallo.
Durch das Teleskop sieht alles viel näher aus. Hm. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit und schaut euch um? Nicht wirklich. Hallo. Hallo. Erkennst du das? Ja, das ist unser Haus. Unser Haus. Ha. Oh ja, Papa. Ich kann mein Schlafzimmerfenster sehen. Hallo? Kartoffeltraumstadt. Da will ich hin. Komm hin, Mama, bitte. Ja, aber nicht heute. Jetzt sind wir doch auf Burg Wetterstein. Durch das Teleskop sieht alles viel näher aus. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit und schaut euch um? Hey, das wiederholt sich. Ständig. Erkennst du das? Das ist unser Haus. Mann. Wie komme ich denn jetzt da zu diesem Park? Ich kann mein Schlafzimmerfenster sehen. Man weiß es nicht. Hallo, geht's hier auch weiter? Muss ich was drücken? X? Das sieht wie das Haus von Oma und Opa aus. Und schau, da sind Oma und Opa. Glaubst du, sie können uns auch sehen? Ich glaube nicht, Peppa. Wir sind sehr weit weg von ihnen. Oh, heute ist ein perfekter Tag, um an den Strand zu gehen. Guck mal, ich kann Frau Mümmel mit ihrem Heißluftballon sehen. Bestimmt wartet sie auf jemanden, der zum Schneeberg will. So, weiter. Wir haben das Museum gefunden. Ach, das Museum kenne ich noch nicht. Es. Lausia. Kommen wir denn zum Museum? Und da ist der Schneeberg. Die Aussicht ist toll. Fehlt uns das Museum und es fehlt uns der Kindergarten. Aber es ist keiner da, weil nicht Kindergartenzeit ist. Ha. Wo habe ich denn bloß was vergessen? Mama, Papa, können wir bald wieder zu Burg Wetterstein? Nein. Natürlich, Peppa. Es freut mich, dass euch der Blick durchs Teleskop gefallen hat. Ich hatte es gehofft. Auf Burg Wetterstein gibt es viel zu erleben. Ja, immer dasselbe. Mit dem Teleskop auf dem Turm kann man viele Orte entdecken. Manche sind weit weg. Wie komme ich an? Weit, weit weg. Nicht nochmal da hoch. Los, lass uns abdüsen hier. Ist die Baustelle jetzt fertig? Sieht so aus. Peppas Haus. Nach Hause. Okay. Gehen wir nochmal in deine Bude rein. Was könnte ich denn vergessen haben? Das ist mein Papa. Gehen wir ihm Hallo sagen? Nö. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht kommen wir. Oh, was jetzt machst du da, Schorsch? Sausia. Ich habe gehört, du hast einen Samen in Opa Wutz Garten gepflanzt. Schau mal nach, ob da schon etwas wächst. Echt jetzt? Mr. Kartoffel! Peppa mag Mr. Kartoffel. Du auch? Ja, können wir nicht einfach dahin? Super Kartoffel! Er hat die Gemüsekraft! Warst du schon in der Kartoffeltraumstadt? Ich will unbedingt hin! Ja. Und wie kommen wir dahin? Folge mir! Ein Auto! Oh, wie aufregend! Vielleicht nimmt Papa uns auf eine Fahrt mit! Ich liebe das Meer! Lass uns mal zum Strand gehen! Oma und Opa wollten mich dahin mitnehmen. Sollen wir sie fragen? Nee, da waren wir auch schon. Was für tolle Bilder! Im Kindergarten malen wir auch viel. Sollen wir da hingehen? Ja, und wie? Hä?
Das verstehe ich nicht. Rumstehen ist langweilig. So, wir wollen zur Kartoffelstadt. So. Folge mir. Ich folge dir, so. Vielleicht müssen wir das Telefon benutzen. Ja? Okay. Das machen wir ja beim nächsten Video, meine Freunde. Ja. Psch, 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 psch. Im nächsten Video tun wir dann mal telefonieren und schauen mal, wo uns der Weg dahin führt. Gehen wir hier lang. Bis dahin, auf Wiedersehen.